Hallo Leute, grüß euch bei meinem neuen Videoblog. Einige Leute haben mich angesprochen, geh bitte, mach doch wieder ein paar Blogs. Die haben uns recht gut gefallen und ja, hier ist ein neuer. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber gut Ding braucht Weile. Diesmal geht es um den Ozon Swift Max, ein Tandemschirm. Und zwar ein Hochleistungs-Tandemschirm, möchte man schon fast sagen. Das ist ein C-Schirm, der Klasse C. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen großen Ozon Swift. Der Ozon Swift, die Leichtversion des Rush. Und ja, der hat da ganz gute Leistung. Mit dem Schirm sind auch schon mehrere Rekorde geflogen worden. Und daraufhin ist er auch dann auch in die Serie gegangen, weil einige Leute den Schirm haben wollten. Und so ist er auch dann irgendwann einmal bei mir gelandet. Und so konnte ich aber sehr, sehr schöne Flüge machen und die möchte ich euch da nicht vorenthalten und vor allem auch meine Meinung über den Schirm. Schauen wir uns die Aufnahmen einfach einmal an. Bis dann. Zuerst möchte ich euch den Schirm aber ein bisschen näher vorstellen, also mal auf dem Aufbau und die technischen Daten. Hier seht ihr die Daten vom 41er, den es zuerst gegeben hat. Dann ein Jahr später kam der 38er, ein bisschen kleiner. Was auch interessant ist, das Kappengewicht für einen Tandemschirm. Der 41er hat 7 Kilo und der 38er hat 6,5 Kilo, ein bisschen weniger als 6,5 Kilo. Also für Walk and Fly ist der Schirm eigentlich schon geeignet, wenn man sich die Ausrüstung teilt. Also einer die Gurtzeige, der andere vielleicht die Schirmkappe, dann kommt man schon auf ein sehr vertretbares, angenehmes Gewicht. Dieses Gewicht ergibt sich natürlich wegen der sehr aufwendigen Konstruktion der Schirmkappe. Im Prinzip ist dieser Schirm genauso aufgebaut wie der Ozon Swift, eben halt nur in groß. Wie man hier auf die Bilder sieht, hat er natürlich auch Stäbchen. Diese Stäbchen reichen am Obersegel circa ein Drittel der Schirmtiefe hinein. Deswegen muss man auch beim Zusammenpacken ein bisschen aufpassen, also auch Zelle zusammenpacken. Es ist auch ein Sosispack dabei, das es leicht macht, aber das Packvolumen durch das dünne Material ist noch durchaus wie Walk and Fly vertretbar. Also es ist nicht ein Riesenpackerl wie beim herkömmlichen Tandemschirm. Und nun zu den Tragegurten. Wie man sehen kann, hier sind die auch recht aufwendig konstruiert. Standardmäßig natürlich die geteilten A-Tragegurte zum Ohrenanlegen, das bei dem Schirm auch sehr, sehr gut funktioniert und effektiv. Die Spreizen haben sogar Kugeln außen drauf, dass man die A-Gurte dort arretieren kann, dass man sie nicht ständig halten muss beim Ohrenanlegen, denn da kommt auf Dauer doch dann ein recht hoher Zug drauf. Natürlich hat der Schirm, wie jeder aktuelle Tandemschirm, auch Trimmer drauf. Beim Swift Max ist der Trimmerweg sehr, sehr lang und hat dadurch auch einen sehr hohen Geschwindigkeitsbereich. Wie man hier auf dem Bild auch schon sehen kann, ist auf dem Beschleunigergurt eine Markierung drauf, hier dieser weiße Strich. Und zwar stellt dieser die Startstellung dar. Also das ist eigentlich dann die Stellung, mit dem man den Schirm startet. Schneller machen würde ich den Schirm eigentlich nicht, weil der Schirm sehr, sehr flott anfahrt, wenn er mal oben ist. Man kann den Schirm noch ein bisschen langsamer machen. Das ist dann die Thermikstellung. Wird aber abgeraten, wenn man sehr leichte Passagiere hat. Also da sollte man nicht unter diese weiße Markierung gehen. Der Swift Max hat auch ein paar Besonderheiten. Und ja, ihr seht richtig, Beschleunigerrollen. Das System ist zwar nicht komplett, aber das könnte man ja nachrüsten, das wäre kein Problem. Und zwar hat es folgenden Sinn, ein Beschleuniger ist immer effektiver wie Trimmer. Und so könnte man dem Passagier immer Beschleunigungssystem ins Gurtzeug einbauen und auf Kommando kann dann dieser den Schirm beschleunigen. Wie stark dann aber der Druck drauf ist, kann ich nicht sagen, weil ich habe es nicht montiert. Aber eine tolle Sache. Und noch was Besonderes, der Schirm
ist ein echter Dreiliner, also für einen Tandemschirm schon ein bisschen was Besonderes. Und hier sieht man die C-Handles, also auf den C-Tragegurten, diese Steuerschlaufen. So lässt sich der Schirm im beschleunigten Flug super steuern und auch in Turbulenzen toll ausgleichen. Also im Prinzip genauso wie bei Hochleistungsgleitschirmen. Eine feine Sache ist, dass der Schirm serienmäßig Akro-Handles verbaut hat. Dadurch, dass der Schirm eine etwas höhere Flächenbelastung hat, er ist auch ein bisschen kleiner wie herkömmliche Tandemschirme, ist es auf längeren Flügen angenehmer, diese zu benutzen als herkömmliche Bremsschlaufen. Soderle, jetzt aber ab in die Luft, wo der Schirm hingehört. Sie filmt schon. Können wir schon hoch machen. Sie filmt uns. Sie filmt. Der Start mit dem Schirm verläuft eigentlich ganz problemlos, sieht man hier ja auch schön. Was man beachten muss, am Zenit fährt der Schirm ordentlich an, ist auch ein Leistungsschirm. Das muss man berücksichtigen, wenn man mit etwas unerfahrenen Passagieren oder lauffaulen Passagieren fliegen möchte. Boah, das waren Mächte. Das waren schnell, ne? Fein ist, wenn man einen Piloten als Passagier hat. So kann man gleich ein bisschen fachsimpeln, über den Flug ein bisschen plaudern und vor allem über den neuen Schirm erste Eindrücke kundtun. Also bis jetzt, schauen wir mal. Aber bis jetzt ist gut, also von den Steuerdrücken ist wirklich sehr direkt. Steuerdruck ist wirklich gering. Gut, wir sind auch mit dem Gewicht nicht sehr weit oben. Also eher unter der Hälfte ein bisschen. Naja, Steuerdruck ist doch ist genauso wie bei meiner. Also das ist jetzt nicht so. An der Kappe fühlt sich ähnlich eben genauso an wie bei meinem Bergsteiger, aber halt noch mit viel höherem Steuerdruck. Jetzt haben wir ein bisschen höher gemacht. Bitte, ja, genau. Das geht nicht ganz. Und passt auch schon so hoch, ja? Ja, ja. Aber so weit herum bin ich seit Gott bis daher und wir gehen hin und her. Außerdem, ja, ja, habe ich noch Hemmungen. Vorsichtig, ja, ja. Weiß ich nicht, ob ich zurückkomme und wie ich es mache. Aber ich sehe gerade, ja, man könnte jetzt einen Wind auf, nicht? Da kommt mir irgendwie sehr ruhig vor. Oder ja, ist das, ja, ja, wie ja. Du das gut ausgehen kannst? In den Bremsen spüre ich ein bisschen, dass eine Bewegung in der Kappe drinnen ist, ja. Aber der Schirm ist an sich recht ruhig. Also, wir haben eine recht hohe Flächenbelastung, das ist viel mehr Belastung wie beim Soloschirm. Da ist die Kappe auch ruhiger. Ja, wendiger ist er auf alle Fälle. Ja. Das war der Schirm, die Turbulenz, das merkt man ja, schon. Ja, ja. Das war der Schirm. Also das spürt man mit normalen Tandem nicht so. Wie ist kühler herum? Aber viel, ja, ja, das geht. Ich glaube nämlich, dass wir durch die Inversion fast durch sind. Und einmal geht es nämlich besser. Was soll man sagen? Der Schirm fällt auf. Ihr werdet es gleich hören. Ein geiles Gerät! Wo ist er? Ja, der geht geil, ja? Diese Zurufe werden nicht die letzten sein. Ihr werdet es in diesem Video noch einmal hören. Kannst gerne mal fliegen, was du bist. Herr Krishna, ist das so? Ja, ja. Das Gleiten ist sehr gut. Ja, alles okay bei dir? Ja, super. Ja, bei mir ist alles okay. Passt das eh, dass du nicht selber fliegst, dass du mal geflogen wirst? Ja, das passt, ja. Die Chancen zu einem tollen neuen Schirm. Ja, das muss man machen. Das ist momentan so ziemlich das Beste, was es gibt. Dann dem. Okay. Man muss die Chance jetzt einfach ergreifen. Genau. Das ist wirklich ein super Schirm. Ja, gut, gut. Schau, das ist wieder die Hexen. Also, ich glaube, alle da unten sind rum. Das ist aber gut 100 Meter höher. Mann, du, ich weiß nicht, wer da fliegt, gell? Das ist auch dazu sagen, gell? Das ist nicht mehr am Schirm. Aber überzeugt schon sehr gut. Also, das geht wirklich gut. Das ist eine gute Leistung. Schnelle
dass er die Streckenrekorde geflogen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit den vielen Stunden, was die da fliegen, dass das recht anstrengend wird. Weil der Druck auf die Bremse ist ganz schön. Mhm. Ich brauche zwar nicht so viel ziehen, weil er gut wendig ist, der Schirm. Aber man muss schon arbeiten. Das ist ein Akku-Händel. Siehst du das da mit den... Ja, das ist da. Ja, ja. Das, aber das ist halt so direkt, das bin nicht der Freund, ich mag da nicht so durchfahren. Das ist, bin ich nicht so der Fan davon, aber es hat schon einen Grund, warum man das so hat. Also ich, wenn ich mal das Main wäre, würde ich die Bremse ein bisschen länger machen. Ja, bleibt schön oben, ne? Ja, wir verlieren wenig Höhe, gell? Also, gehen tut er wie die Welle. Das schön, wenn er geht. Also von der Flugleistung ist er wirklich gut. Fühlt sich sehr fein. Das ist ein Wahnsinn, wir haben 0,4, 0,3 Meter sinkt auf 0. Das ist unglaublich. Der fliegt sich, das war der Leih. Der so ist er wie ein Soloschirm. Der geht wirklich gut. Das ist unglaublich. Das Ding ist sensationell. Die Flugleistung ist ein Hammer. Und schnell. Also wir kommen sehr gut. Mein Tandem überhaupt nicht so. Und das waren die ersten Live-Eindrücke aus der Luft bei meinem ersten Flug mit diesem Schirm. So, super war's. Super war's. Ja, war's. Danke, danke. Super. Hier einer der schönsten Flüge, den ich mit diesem Schirm machen durfte. Sogar ein kleiner Streckenflug mit knapp 30 Kilometer. Ich komme mir vor wie bei meinem ersten Flug. Voll aufregend. Deine Füße zittern. Ja, meine können nicht zittern, solange seine nicht zittern. Mal schauen. Ja, cool. Wärst du bereit? Ja. Okay, ziemlich weg. Okay, los. Jawohl! Ja? So wendig ist der Schirm schon, so Wahnsinn, der ist wirklich gut. Für die, ich meine, er ist wirklich enorm riesig. Ja, das ist schon 35 Quadratmeter, wenn man das sehen. So ausgelegt hat der 41. Ja, ja. Ja, das ist ah ja. Steigt dann um zu ihm, ha? Geil! Ja, cool. Yes! Der Pulk. Ja, ja, ist immer so Aquarium fliegen. Ja, ja. Ja, überm Süd geht's halt so gut. Ein bisschen Leistung am Tandem. Ja, mit der Leistung, das ist halt schon. Also die Leistung und der Schirm ist schon ein Hammer. Ja, ja. Ja. Man merkt auch, dass das Handling besser ist von dem Schirm.
sagen, wir sind auch Strecken geflogen mit dem Schirm. Yes, dafür ist er ja gebaut. Eigentlich ja, dass weniger zum Leitspazieren gehen, als mehr Züge zum gemeinsamen Strecken. Nun zum Resümee über den Swift Max. Vieles habt ihr ja schon in den Kommentaren, die ich im Flug gemacht habe, ja erfahren. Ich hoffe, die waren halbwegs auch verständlich. Und ja, mir hat der Schirm ausgesprochen gut gefallen. Das war ja nicht zu überhören. Und kommt auf alle Fälle in die engere Wahl meines nächsten Tandem-Schirms. Besonders gut gefallen hat mir die ausgesprochen gute Steigleistung gepaart mit der Wendigkeit des Schirms. Also echt genial, also gut vergleichbar mit dem Ozon Swift, den ich selber einige Zeit besessen habe und lang geflogen bin auch und sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Dies kann man 1:1 auf den Swift Max übertragen. Auch hervorzuheben ist die hohe Trimgeschwindigkeit bei sehr guten Gleiten dabei. Und der hohe Geschwindigkeitsbereich, also alles Attribute, die zum Streckenfliegen bestens geeignet sind. Natürlich gibt es auch ein paar Dinge, die zum Berücksichtigen sind, wie zum Beispiel die schon erwähnte hohe Trimgeschwindigkeit. Da muss man beim Starten aufpassen, denn mit unerfahrenen Piloten, also normalen Fußgängerpassagieren oder nicht so mobilen Passagieren, kann der Start schon zur Herausforderung werden. Nicht, weil der Schirm schlecht steigen würde, sondern weil er dann sehr, sehr flott wird. Dies trifft natürlich auch für die Landung zu. Der Schirm lässt sich zwar ausgesprochen gut ausflären, aber im Endanflug ist man schon auch sehr flott unterwegs. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass der Schirm recht mitteilsam ist. Er ist deutlich weniger gedämpft als vielleicht so mancher Mitbewerber. So empfiehlt sich der Schirm im Grunde für erfahrene Tandempiloten, die auch Lust haben, einmal den Gleitwinkelbereich des Flugberges zu verlassen und auf Strecke zu gehen. Und dies vielleicht mit seiner Partnerin oder Partner, die selber nicht fliegen. Den Bildern nach sind die Flüge ausgesprochen gut angekommen. Naja, hört euch nachfolgenden Kommentar an. Schnell, das wäre nicht mehr gar, das hättest du nicht mehr dann laufen. Okay, weil es war wirklich schnell, ich weiß nicht jetzt. Ja, passt schon. Okay. Kein Problem. Gut. Gut, nimm dich aus. Es war super, wirklich. Wahnsinn. Super. Es war super, wirklich. Wahnsinn. So, komm her. Dann schauen wir mal. Ja. Super was. Gut, schau gleich. Okay. Hey, sicher. So, das war's, das Video. Der neue Blog. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ein paar nützliche Informationen über den Schirm. Wen der Schirm interessiert natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet. Sagen alle YouTuber. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald wieder Flugwetter. Tschüss!